So wie derzeit die Postzustellung, vor allem eben die Briefzustellung in Südtirol abgewickelt wird, ist das einfach nicht mehr tragbar. Viele Bürger und Unternehmen klagen, dass sie eigentlich Rechnungen oder Einladungen oder Termine beispielsweise zu Arztvisiten verspätet oder sogar gar nicht zugestellt bekommen. Und auch die Mitarbeiter selbst der Post eigentlich klagen darüber, dass sie permanent überarbeitet sind, dass sie Überstunden leisten müssen, dass zahlreiche Mitarbeiter eigentlich entweder aufgrund von Überarbeitung einfach sich krank melden oder gar kündigen und dadurch die ganze Situation eigentlich noch schlimmer wird. Ein weiteres Problem ist eben dieser Vertrag, den Landeshauptmann Kompatscher mit der italienischen Post eben vereinbart hat. Und deshalb ist es wichtig, dass der Landeshauptmann einsieht, dass es so nicht weitergeht. Wir haben im Landtag einen Beschlussantrag eingereicht mit zwei ganz konkreten Forderungen. Zunächst einmal soll der bisherige Vertrag mit der italienischen Post gekündigt werden. Und dann sollte das Land Südtirol mit einem internationalen Postpartner, also entweder mit der deutschen, österreichischen oder Schweizer Post, ein Abkommen abschließen, dass die Postabwicklung, entweder die gesamte Postabwicklung oder nur die ausländische Postabwicklung, einem ausländischen Postpartner übertragen wird. Denn wir sehen es anhand anderer Beispiele, wie zum Beispiel das Fürstentum Liechtenstein, hat ja über viele Jahre zuerst die Postabwicklung über Österreich und später über die Schweiz machen lassen. Es gibt das Kleinwalsertal, es gibt lokale Lösungen, wie beispielsweise auf den Färöerinseln, auf den Arlandinseln. Das sind alles lokal organisierte Postdienste, die viel besser funktionieren als eine staatliche Postverwaltung, die auch nicht auf die Besonderheiten Südtirols eingehen kann. Und wir sind inzwischen in einer Situation, wo man sagen muss, es kann ja eigentlich nur noch besser werden. Und wir glauben, es ist notwendig, hier jetzt endlich einen Schlussstrich unter die Poste Italiane zu setzen und hier einen besseren Postdienst mit einem international und gut funktionierenden Postpartner anzubieten.